Alright. Es geht wieder los. Eben noch mal ein bisschen Gold gefarmt. Ach ja, super. So, erstmal die Aussicht genießen. Jäckchen aus. Das abnehmen. Ach komm, wie schön. Na hallo. Wie schön. Und ich sag, ab in den Süden der Sonne, naja, ja, was geht. Ach, schön. Nee, was ist das schön. Herrlich, herrlich. Hier wieder die schönen Berge einmal angucken. Lieben wir. Schauen wir mal. Ach, Post. Ach ja, mal gucken, ob heute irgendwas in Fahrt kommt. Knete da vorne, Alter. Oder so. Ist noch ein bisschen ruckelig. Da ist wieder der Fuchs. Und täglich grüßt der Fuchs. Na klar. Jetzt war ich nicht duschen, euch heul gleich. Nee, egal.
Herrlich. Ah ja. Guten Tag. Okay. Grüße, Miss Langton. Suchen Sie doch in Blackwater in der Praxis die dortige Leitung auf. Die Herren dort können Ihnen bestimmt auch etwas über den Beruf erzählen und vor allem Ihnen die Praxis besser zeigen, als ich es im Moment kann. Durch mein Amt bin ich derzeit in vielen Terminen und habe viel zu tun. Ich kann da schlecht sagen, ob ich Zeit finden werde. Ich werde aber mit Glück heute Abend auch in der Gegend sein. Okay, wir müssen hier dahin. Guten Tag. Hallo. Na gut, dann auf Wiedersehen. Ja, auf Wiedersehen. Okay, aber wir müssen ja sowieso. Ich muss ja sowieso dahin. Was machen wir denn jetzt? Machen wir erst Rhodes oder Blackwater? Erst Rhodes. Ich voll dumm geritten. Haha, ich hätte auch durch die Stadt reiten können. Ah, egal. Oh mein Gott. Junge, ich... ich hab mich vor den Baumstamm erschreckt. Ich dachte, das wäre ein Bär. Ich wollte gerade sagen, ich bin so paranoid und hier ständig Bären. Digga. Oh Gott. Kein Delogo hier am Sterben. Warte mal. Gerade auf die Karte gucken. Ah, okay. Da haben wir uns verritten. Mal geritten. So cool. Ich finde es immer noch richtig cool. Ach ja. Noch ein. Oh ja. Der ist wohl sehr zutraulich. Alright. Thank you.
jetzt ja schön am Fluss entlang. Sieht so scheiße aus, Alter, als würde ich eine Hose unter dem Rock tragen. So richtig Panne. So eine Jogginghose, Alter. Weird. Ich habe jetzt die ganze Zeit einen Ohrwurm von einem Männlein steht im Wald. Ganz still und stumm. Boah, ich muss sagen, Rhodes ist auch eine richtige Muffstadt, ey. Da gefällt mir Blackwater definitiv besser eigentlich. Verkaufen. Schön. Hat es jetzt geklappt? Ich habe nicht auf meinen. Doch, das ist ja weg. Oh, ich bin trocken. Ja, okay. Zurück, zurück. Tschüss. So, wieder zurück. In der Hut. Ups. Oh, mein Babypups schläft ganz süß. Thank you.
überlassen mit Bam. Ah, Hilfe. Ein bisschen Gas geben hier. Schnell ist das nicht unbedingt. Naja, egal. Heute ist es ruhig. Ich bin nicht. Ja, ich hatte ein bisschen gehofft, dass ich durch das Telegramm für den Doktor so ein bisschen schon was in Schwung bringe. Ich meine, jetzt habe ich noch den Tipp bekommen für Dings. Und ich meine, die Harvey hat ja gesagt, brauchen wohl wen in Blackwater. Das hat er jetzt halt nicht geschrieben. Das verwirrt mich ein bisschen. Aber vielleicht habe ich das auch nicht so kommuniziert. Weiß ich jetzt nicht genau. Aber egal. Gehen wir schon hin. Aber woanders lang. So, das ist doch hübsch. Was ist denn das Schönes? Schön, Digga. Was gucke ich mir vielleicht?
auf Schleichwege. Hauptsache, ich bleibe im Wasser. Und hier geht's zum Wasser. Bin ich froh, dass ich letzte Woche eingereist bin. Sonst hätte ich mich jetzt echt geärgert. Oh! Oh no! Das war ganz schön tief. Das hast du gut gemacht. Na komm! Aus dem Schlamm raus. Geil. Ach, wir haben es geschafft. Ohne Vorkommnisse. Oh, ich dachte schon. Ab mit dir. So, dann haben wir gerade hier. Warum sind manche Sachen... Es klappt schon wieder nicht, oder bin ich dumm? Scheiße. Wagenzubehör, Pferdezubehör. Ich will eine Tasche hier. Egal. Dankeschön. Oh Gott, ist das hell.
Buenos días, señorita. Oh, wie süß. Kuckuck. Kann ich ja bei ihm jetzt das Lasso kaufen? Nee. Hier? Guten Tag. Okay. Oh, nee. Oh. Hä? Ach so, Gleisbau. Ah, da. Da bin ich hier noch vorbeigelaufen. Buenos días. Guten Tag. Okay. Oh. Geil. Was ist das? Ein kleines Zelt. Okay. Soll ich noch einen Bogen kaufen? Aber dann habe ich ja keine Pfeile. Ja, da habe ich Pfeile. Irgendwie macht es Sinn, dass sie einen Bogen hat. Okay. Hab ich wieder kein Geld mehr, so eine Kacke. Ach Gott. Okay, schauen wir mal. Ob da jemand ist. Ich könnte halt... Ich könnte nochmal Streichhölzer kaufen. Alter, what a day. Oh Gott. Hallo? Jemand da? Oha. Kann man das ausrauben? Crazy. Huh, wie süß.
von denen vergessen. Ey, wirklich, mein Hirn. Katastrophe. Katastrophe. Tag. Nice morning, isn't it? Warte. Warte. Ach so. Oh. Ich bin... Das ist... Nee. Was war sie? Für kleine Cowboys. Hahaha. So, einmal mein Pferdchen bitte. Oh, Junge. Ja, ich weiß. Diese Stadt ist ausgestorben. Einfach leer. Nicht den ganzen Tag. Gold machen. Nur. Entschuldigung. Guten Tag. Angenommen, Sie haben zwar noch nichts falsch gemacht, aber entschuldigen kann man sich immer. Ah, sehr gut. Sie haben nicht zufällig die Ärztin hier schon gesehen heute? Vorne ist eine Dame aus der Arztpraxis rausgelaufen, aber ich weiß nicht, ob es eine Ärztin war. Okay. Dann habe ich sie noch nicht gesehen. Haben Sie zufällig die Telegrammnummer von den Damen? Nein. Okay. Vielen, vielen Dank. Trotzdem. Aber, naja. Sie können ja einfach da bleiben. Ja, ich habe halt noch, also ich würde gerne noch ein bisschen was anderes machen, aber ich kann ja zwischendurch einfach nochmal vorbeikommen. Oder so. Ja. Signora, könnt ihr ein bisschen leiser, okay? Ja. So. Dabei haben Sie so eine reizende Stimme, besser als eine. Ach, danke schön. Na, bitteschön. Sie auch. Was wollen Sie denn von den Doktoren? Ei, ich bin erst seit ein paar Tagen hier und bin so ein bisschen auf der Suche nach einer Anstellung. Tatsächlich. Ihr Pferdchen. Na, Glamour Stoll. Kann man es dazu bewegen, dass es sich umdreht und einfach mal drauf, naja, Sie wissen schon, den Schwanz hebt? Ja.
Aber die Ärzte suchen auf jeden Fall, denke ich, immer wieder nach Kolleginnen und Kollegen. Das ist gut, das ist sehr gut. Die Sicherheit geht vor, das wissen sie ja. Ja. Ich habe den Tipp bekommen, dass Ärzte was suchen und ich weiß nicht, ich kenne mich zwar nicht aus mit der Medizin, aber ich kann es lernen. Ja, also wir haben hier, soweit ich weiß, eine Lehrklinik. Oh, das ist gut. In Blackwater, also sie sind da auf jeden Fall richtig. Na wunderbar, das ist schon mal gut zu wissen. Okay. Ja. Super. Na, ich halte einfach die Augen auf nach den beiden, glaube ich. Das ist eh immer besser, mit geschlossenen Augen reitet sich schlecht. Das stimmt. Sie haben recht. Ja. Entschuldigung. Bis bald. Bis bald. Sie ist ja cute. Himmels Willen. Ausgestorben. Ich habe nicht gecheckt, was sie mit dem Pferd meint. Howdy, Ma'am. Howdy. Wie geht's Ihnen, Ma'am? Oh, super. Oh, Pferd. Bleibt doch stehen. Und Ihnen, Sir? Mir geht's auch wunderbar. Schönes Wetter heute, oder was sagen Sie? Das stimmt. Vielleicht ein bisschen... Ja, ist es noch in Ordnung von der Hitze. Woher kommen Sie, Ma'am? Aus dem Norden. Genauer kann ich es nicht sagen. Und was machen Sie dann hier? Ein einfaches Leben führen, tatsächlich. Verstehe. Sie haben also Dreck am Stecken. Hey! Was soll das denn? Wenn Sie sagen, ein einfaches Leben leben, dann haben Sie davor kein einfaches Leben gelebt und haben irgendwelche ein bisschen Dreck am Stecken gehabt. Naja, ich habe in einem Wanderzirkus gelebt. Im Wanderzirkus? Mhm. Was haben Sie für ein Talent, Ma'am? Oh, keine Ahnung. Bären pflücken? Guten Tag. Einen wunderschönen guten Tag. Howdy! Sie können Bären pflücken. Ja. Madame, ich habe Ihnen einen Arzt besorgt. Professor Dr. Wellington. Oh, hallo, ein Arzt. Vielen Dank. Was kann ich für Sie tun, Ma'am? Hallo, Mister. Howdy. Ich habe einen Tipp bekommen, dass ich Ärztin werden könnte, vielleicht. Und, okay. Von wem haben Sie denn den Tipp bekommen? Ich frage doch erstmal. Von Miss Harvey aus Rhodes. Sie hat mir gerade erzählt, sie will ein einfaches Leben leben. Harvey. Ja. Okay. Und sie hatte mich an Dr. Zott, war glaube ich der Name, verwiesen. Aber er meinte, ich sollte es hier erstmal versuchen. In Blackwater. Verstand. Ja, wir sind das Lehrkrankenhaus Blackwater. Okay. Gut. Was sind Sie schon lange im Land? Darf man das fragen? Klar und nein. Seit ein paar Tagen erst. Ah, okay. Also, dass man da einstellen durfte, theoretisch kein Problem sein. Müssten wir aber auf den Oberarzt Dr. Quentino warten. Okay. Das darf ich leider nicht so alleine entscheiden. Kanada. Wer flüstert, der lügt. Ha. Wunderschön. Was ich sagen wollte, ist, auf jeden Fall müsste ich das mit der Leitung der Praxis erklären. Ich bin leider nur ein Angestellter in dem Sinne. Okay. Mein Name? Aber an und für sich denke ich, dass da nichts entgegenspricht. Wir müssen natürlich noch einen Officer fragen, dass er ihren Hintergrund klärt. Ah, okay. Das ist wichtig, weil wir machen das bei jedem mittlerweile. Mhm. Einfach um sicher zu gehen. Wir wollen da niemanden haben, der dann uns praktisch das Lager ausräumt, Sie verstehen? Na sicher. Wir müssen von Anfang an erstmal, wir dürfen leider nicht mehr so naiv sein. Wir hatten da schon ein paar Probleme. Okay, verstehe. Ja. Das macht Hallo. Ja Sinn. Ja, also ansonsten wird das kein Problem sein. Okay. Ja, wie gesagt, ich müsste es ja auch von Grund auf lernen.
tatsächlich. Aber weiß wenn das hier das Lehrkrankenhaus genau. ist, dann. Das dürfte kein Problem sein. Die Frage ist tatsächlich, warum Dr. Zoff sie ablehnt, das verstehe ich nicht. Aber gut. Er meinte in seinem Telegramm, dass er wohl wenig Zeit hat. Dass, diese Rollen waren. Mehr hat er tatsächlich nicht geschrieben. Okay, gut, das ist. Alles etwas merkwürdig, das ist immer unsere Secretary of Health, also, na gut, wie dem auch sei, wir könnten sie ausbilden, ohne Probleme. Man sagt ja auch, das weiß, die Rolle seines Lebens. Würden sie aber dann nicht hier behalten können. Genau. Wir haben gerade auch Rhodes, das zum Beispiel komplett frei steht. Ja, das meinte Miss Harvey auch tatsächlich, dass da jemand gesucht wird. Ja, okay. Das Problem ist, warum wir niemanden hier behalten können. Wir sind mittlerweile 4 Ärzte hier. Es ist klar, dass dann erstmal das restliche Land befüllt werden muss. Ja, auf jeden Fall. Vor allem eine Stelle frei ist. Ich bin da auch voll flexibel. Also ich habe mich jetzt hier nicht irgendwie... Ich möchte irgendwo anders Sheriff werden. Also mir ist das wissen Sie, ich relativ egal. Hauptsache, irgendwo passt's. Und ich kann irgendwo arbeiten. Das wird schon irgendwie, wird das schon klappen. Wie gesagt, ich müsste nur mit Dr. Quintino reden darüber und mit Dr. Hunter. Kommen Sie am besten mal mit, wir gucken mal, ob die da sind. Wenn nicht, dann würde ich versuchen, einen Termin mit Ihnen auszumachen für heute Abend. Ich muss ja eben mein Pferd wegbringen. Ja, bringen Sie Ihr Pferd erstmal weg. Und dann komme ich zur Praxis. Wo die Praxis ist? Ja, genau. Ja, ja, dann treffen wir uns dann vor der Praxis. Ja, perfekt. Bis gleich. Gut. Bis gleich. Ohne Waffe, ja. So. Ja, verdammt gut. Nein, Ma'am, ich bin ein guter Axtwerfer. Schönen Tag, Ma'am. Ja, Sie haben eine Axt. Oh, wenn so viele Leute reden, ey. Macht mich doch nicht fertig. Ruhig, Brauner. So, ich bring das jetzt schnell zum Stall und dann... Mein Herz bubbert, aber ich kann das. Tralalalala. Es ist voll dumm, dass ich hier lang reite. Hallo, ich bin wieder da. So. Pack das mal da dran. Gestern war es vor 3, 4, 5... Tagen war es weg, aber egal, dann hol ich es wieder aus dem Stall raus. Tschüss. Oh boy. Ist das aufregend. Oh boy. Oh. Okay. iPad ist da. Soll ich da reingehen? Nee, ich warte hier lieber, oder? Hallo? Das war aber doch ich. Was ist denn? Er hat irgendwas im Hals, hat er oben. Mehr habe ich nicht mitbekommen. Sehen die mich? Scheiße. Entschuldigung. Hallo. Sie können wir ihn halten.
Haben Sie den Arzt gesehen? Ich bin auf der Behandlung. Okay, dann warte ich hier draußen. Vielen Dank. Hier im Weg Wer stehen. Sind Sie, Miss? Miss Langton, mein Name. Miss Langton. Und Sie, Sir? Zanieri. Mr. Zanieri. Mr. Zanieri. Nett, Sie kennenzulernen. Kann ich noch zurückgeben? Sind Sie nah in Blackwater? Bitte? Sind Sie neu hier in Blackwater? Oh ja. Seit ein paar Tagen erst hier. Gut, Capito. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Buongiorno. Buongiorno. Ich sehe schon, was das Problem ist. Dr. Quentino ist leider zurzeit nicht zugegen. Okay. Das Problem ist, ich weiß nicht, wann er zurückkommt. Ich sag jetzt mal so, vielleicht möglicherweise in 2 Stunden. Ich hoffe es. Ja. Ich weiß es nicht. Okay. Ich gehe da ganz entspannt ran. Ich komme einfach zwischendurch nochmal vorbei. Und dann. Gucke ich einfach. Sind Sie denn heute Abend hier anzutreffen? Ich werde heute Abend. Also, ich werde jetzt noch eine Weile hier bleiben. Ich kann gerade nicht weg. Es ist kein weiterer Arzt da. Okay. Ich müsste mich eigentlich nach Saint-Denis bewegen zu meinem Anwalt, aber das leider wird nicht möglich sein. Okay, können Sie mir nochmal eben Ihren Namen sagen? Professor Dr. Lawrence Wellington. Okay, Moment. Dürfte ich Ihren Namen wissen? Langton. Sarah Langton. Sarah. Dann. Okay. Sehr schön. Und der leitende Arzt, der jetzt gerade nicht anwesend ist, wie war sein Name noch gleich? Dr. Quentino. Professor Dr. Quentino, um es genau zu sagen. Okay, nichts falsch machen, hm? Nichts falsch sagen. Nun ja, man steht, seit einer Weile steht Blackwater unter dauerhafter Beobachtung von irgendwelchen Individuen. Ich weiß nicht warum. Ah, okay. Das klingt gruselig und mysteriös zugleich. Es ist eher weniger illegal als legal, habe ich das Gefühl. Verstehe. Aber gut. Naja. Okay. Am besten ist, sie ignorieren das und mischen sich da nicht weiter ein. Ich weiß nicht, verstehen Sie? Gar nicht. Wir wollen nur nicht, dass andere Leute damit hineingezogen werden in dieses Kleinkrimi-Theater, könnte man sagen. Oh, verstehe. Okay. Ja, gut. Also, wie gesagt, dann schaue ich später nochmal vorbei. Ja. Halten Sie sich bitte von dem Elysian Pond fern. Das Wasser ist da verschmutzt. Oh, Himmels Willen, wo ist das denn? Oben bei Annisburg. Zwischen Annisburg und Van Horn um es. Ja. Ah, da war ich noch gar nicht. Die Ecke kenne ich ja, noch gar nicht. Ja, dann meiden Sie die, wenn es geht. Und das Wasser auf keinen Fall aus dem Kamasa River trinken. Okay, alles klar. Warten Sie mal eben. Elysian Pool und Kamasa River bitte. Also das Wasser da nicht trinken. Halten Sie sich von Elysian Pool fern. Ich weiß nicht, ob da die Sperre jetzt endlich herum angelegt wurde. Aber ich bezweifle es jetzt. Zwischen Van Horn und Annisburg liegt links am River, am Kamasa River. Der Elysian Pool. Oder Pond? Pool? Pond? Völlig irrelevant. Okay. Auf jeden Fall ist der schon eine Weile vergiftet und anscheinend kümmert sich immer noch niemand darum. Okay, ich verstehe. Ja, ich bin erstmal hier in der Ecke und gucke mich hier ein bisschen um. Ich glaube, die Gefahr, dass ich da lande, ist relativ gering. Ja, das ist... Alles klar. Sicher ist sicher an dem Punkt. Ja, vielen Dank für die Info auf jeden Fall. Kein Problem, Ma'am. Okay. Dann Miss Langton, ich wünsche Ihnen erstmal bis nachher viel Erfolg und viel Spaß. Super, vielen Dank. Ihnen auch, Mr. Wellington. Dr. Professor Wellington. Verzeihung. Doktor reicht völlig aus. Okay, super. Machen Sie es gut. Bis später vielleicht. Besser. Bis später vielleicht. Ciao. Tschüss. Okay. We have a plan. We making some money! Und dann...
Was haben wir jetzt? 20 Uhr? Ja, kurz nach 20 Uhr. Okay. Jetzt ist halt nur die Frage, wo lang? Richtung Thief's Landing runter und dann da lang. Schauen wir gleich mal. Ich will ja nur zu dem Fluss. Einfach nur zu dem alten Fluss. Und Toilette. Sarah weiß von nichts. Sarah hat keine Ahnung, was abgeht. Ey, ich finde das immer so faszinierend, ne? Man unterhält sich so mit Leuten, die man nicht kennt. Und dann stellt man sich gegenseitig vor. Und ich habe instantly den Namen wieder vergessen. Der wird gar nicht irgendwo abgespeichert. Ich höre den und dann ist er weg. Gone, für immer. Und mein Gegenüber... Wir unterhalten uns dann und so weiter und so fort. Und dann verabschiedet man sich und dann... Oh. Was ist da? Was ist da? Ist das ein Bär? Ein kleiner, ein Braunbär? Das habe ich jetzt gar nicht verstanden. Drecksbären. Und dann... Ja, gut. Die hauen doch ab. Mensch, Pferd. Süß, wie er da trappelt. Goldig. Und er jetzt eben. Ja, machen Sie es gut, Miss Langton. Ich keine Ahnung, natürlich kann es auch sein, dass ich jetzt nicht den Namen aufgeschrieben habe. Aber ich war so, fuck, 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 wo sind meine Notizen? Wie heißt er? So, Bruder. How? So. Ja, wieder schön in meinen Lieblingswald. Toll, Tries.